So, ich mach's halt böse. Ich habe nämlich eine Packung Popcorn gekauft. Ein Eimer ist uninteressant, was für einen, aber ich hatte Bock heute drauf. Und weil ich kein Abendbrot hatte, esse ich jetzt das während des Aufnehmens. Und verstoß damit gegen eine meiner früheren Regeln, dass ich bei Aufnahmen nicht esse. Und nichts trinke. Trinken war irgendwann unabdingbar. Unabdingbar! Was habe ich eigentlich für eine Farbe hier? Du musst mal wieder 24-Stunden-Stream machen, Spenden-Stream. Du hast sehr lange keinen gemacht. Jetzt zu Weihnachten, wo die Leute wieder Geld haben. Richtig, wo die Leute auch gerne für so einen obdachlosen YouTuber spenden. Ja, sag einfach Spenden-Stream für Hund, weil nicht genug Hundefutter. 10.000 Euro. Mein Hund braucht Hundefutter. Das wären dann die 87 Euro für die nächsten 3 Monate. Du sammelst aber 10.000 Euro. Ja, die Rest sind für meine Wohlfühlzone. Ich starte eure Vernichtung. Wir spielen übrigens alle gegen alle. Ich blende einmal ein, wer mitspielt. Da ist Luke. Der ist gar nicht im TS. Aber war gestern mit dabei. Sonntag. Also ich würde keine Bockwurst beim Spielen essen. Das wäre dann ein bisschen merkwürdig. Ja, der steht überhaupt in der Bild. YouTuber stirbt ja die Jugendliche an, irgendwas zu machen. Vor allem versucht der Hund jetzt wieder hochzukommen, aber der kriegt nicht viel Aufmerksamkeit jetzt, weil der hat sich draußen nicht benommen. Deshalb muss ich leider etwas böse mit ihm sein. Dummer Hund. Er ist nicht dumm. Meine große Katze ist, glaube ich, dumm. Ja, das hast du bei Katzen häufiger. Was? PAX funktioniert nicht mehr? Was? Wirklich? Ernst? Pantaland ist korrekt. Ich wusste es! Warum? Du kommst aber wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, das Reconnecten war sogar in den Patch Notes drin, dass das jetzt schneller vonstatten gehen soll. Ich lass den Hund nicht hier oben drauf. Der kratzt gerade zwar am Stuhl, aber weg mit dir. Das war gerade sehr merkwürdig. FPS schießt von 140 FPS auf 0 runter. Läuft nur, ich habe nur oben die Meldung angeklickt. Nichts mehr anklicken. Genau. Warte einfach, bis wir vorbeikommen, dann hast du keine Probleme. Für sehr lange Zeit. Genau. Weiter sah. Er hat versucht, in meinen PC reinzukrabbeln. Hast du gerade deinen Hund geschlagen? Nein, ich habe geklatscht. Was ist denn das? Ach so. Das ist ein Mops. Warum? Bist du jetzt schon wieder rausgeflogen? Ja, ich weiß nicht warum. Ja, guter Patch. Dann haben wir, einen Jungspammer weniger. Sehr gut. Gott, ich danke dir. Energy is running low. Hostile forces detected. Enemy commander detected. Okay, wer war das? Niemand. Dann warst du das. Nein, ich muss das nur sagen, weil man das so macht in meinem Genre. In deinem Genre? Ja. Also in der Tätigkeit als Let's Play Idiot. Enemy sighted. Enemy commander detected. Aha. Feindkontakt. Katze, du gehst hier überall herum und machst mir Angst. Weil ich einfach Warum hast du Angst, dass sie dir auf den Kopf kackt, während du spielst? Ich hab Angst, dass sie dich einfach statt der Pinnwand an mich dran finden. Ist es eigentlich normal, dass da steht, ich soll eigentlich den Grafiktreiber aktualisieren, aber der ist schon aktualisiert? Ja. Ja, das ist nur so eine Info. Achso, okay.
Bitte aktualisiere deinen Grafiktreiber, weil es könnte sein, dass du keinen aktuellen Grafiktreiber hast auf deinem PC. Das Problem ist nur, ich habe den neuesten. Der könnte aber auch. Der könnte jetzt gerade, während wir live spielen, nicht mehr aktuell sein. Ja, genau, jetzt kommt noch ein Update raus. Ich weiß, dass eine direkte Verbindung mit dem sein muss, was er macht, aber du musst jetzt auch nicht, ich muss jetzt auch nicht auf die Sachen eingehen, während ich jetzt zum Beispiel am Essen bin oder nasche, dass er halt versucht, natürlich jetzt meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Kea, du hast verdammt dicke Eier, muss ich sagen. Warum? Du fliegst manuell weg mit deinem Commander. Nein. Doch, ich hab's doch gesehen. Nein, das ist eine Lüge. Doch weiß, oder nicht? Bin ganz hell, hellblau. Ah, oh, jetzt. Imperator? Ja, ist klar. Können wir das anders regeln? Ich glaube, ich kann nicht mehr mitspielen. Backt zu sehr rum. Tut mir leid. Nicht schlimm. Was willst du mit mir regeln? Können wir das friedlich regeln, weil wir beide sind Nachbarn. Ich bin Nachbar mit jedem. Okay. So, was haben wir denn da? Hi. X, verzieh dich! Katze, ich schmeiß dich jetzt raus. Gleich. Tschüss, Katze. Sehr bald. Von allen muss ausgerechnet du neben mir starten. Ja, es tut mir leid, ich kann mir das auch nicht aussuchen. Ich möchte Käse zum Wein. Das heißt, du hättest mich lieber neben dir gehabt? Nein. Oh. Ja, genau! Alter, Ikea, verzieh dich mit deinen dreckigen Jägern. Ja, wenn du mich in Ruhe lässt auf meinem Planeten? Auf welchem Planeten bist du? Ja, auf dem, wo ich gerade bin halt. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist. Ja, das ist das große Geheimnis der Geheimniskeiten. Das wird wieder ein Spaß. Isst einfach den Karton. Wieso isst du den Karton? Weil sie es kann. Was ist das für eine Frage? Warum isst du den Karton nicht? Weil ich das nicht will. Wie, du willst das nicht? Ich bin ein komischer Typ. So ein guter Karton, den kannst du doch nicht einfach so vergammeln lassen in der Ecke. Doch, anders. Kein Wunder, dass die Katze bei dir den Mülleimer umschmeißt.
Da steht halt nicht, im Karton ist nichts Relevantes drin. Sehe ich jetzt nicht, warum die so drauf abfährt. Aha, spüre ich da Konkurrenz im Luftraum. Ich spüre eine ganz andere Konkurrenz hier. Das denn? Ach, machen wir das auch? Das machen wir. Okay, es wird Zeit zu gehen. Es wird Zeit zu gehen. Der Imperator kriegt den Planeten. Jetzt. Echt raus. Weg damit. Du brauchst aber ganz schön lang kaputt machen. Ja, warum nicht? Ich guck da ja auch nicht hin, das machen die alles automatisch. Krieg bleibt immer gleich, auch bei Robotern. Oh ja. Ja, oh, ja, ja. Katze. Ja, doch nicht so, als würdest du gleich sterben. Herausgeworfen. Toll. War das? Wenn ich das wüsste.
dafür sind die viel zu useless. Ich weiß! Noch kämpfen wir später, doch. Oh, wir machen einfach alles nur useless. Pantalam wurde vernichtet. Oh nein. Böser, böser Kerl. Okay. Ich hoffe, mit der neuen Grafikkarte verschwindet dann das Problem. Hast du die Gen? Oh, du hast einen Teil, okay. Was hat der? Ich hab nix. Ja, du hast das Wort mit T gesagt, oder? Nein. Doch hat er. Mit N. Richtig. Naschloch! Genau das wollte, hab ich gesagt. Nichts anderes. Ich hab ein Naschloch gesagt. Wieso haben diese vier Sachen nichts zu tun? Da baut doch einfach mal so ein Schildteil hin. Zeus wurde zerstört? Was? Als ob ich den kaputt gekriegt habe. Natürlich. Also hat er doch was gehabt? Nein. Doch, hast du doch gerade gesagt, Mann. Ja, das ist so eine Redewendung. Zeus ist so eine Redewendung, Arsch, genau. Arsch ist eine Redewendung. Doch, hier. Doch, das ist eine Redewendung. Ja, du bist eine Redewendung. Cool. Warte, ist der falsche Planet. Oder ist das meiner? Ich weiß nicht, ist das meine Farbe? Oh, das ist meine Farbe. Weiter, so wie ich jetzt so nett bin und dich hier auf meinen Schoß nehme, ne? Wirst du eine Ruhe geben, ne? Komm her. Dann pickelt der dir da drauf. Warte, da, Flug, bist du da? So. Nein, ist er nicht. Wer ist das eigentlich? Du hast Planetary Titans letztes Jahr geholt. Er hat gestern mitgespielt, der Dark. Ja, gestern habe ich leider nicht geguckt. Du musst was viel Wichtigeres machen. Deine Katze verprügeln? Mit einem Stock? Ich musste meine Katze baden. Mit einem Stock? Wieso sollte ich meine Katze mit einem Stock baden? Ja, keine Ahnung, was für ein krankes Schwein du bist. Natürlich. Jetzt bin ich wie immer an allem schuld. Du musst lernen, Verantwortung zu übernehmen. Für was? Für dich? Nein. Ja, wollte ich schon das, sagen. Was du machst. Was mache ich denn? Ja, du machst böse Sachen. So ein Blödsinn. Kein Blödsinn, ist die Wahrheit. Hallo Ikea. Auf meinem Planeten. Nein, aber ich habe gesehen, wo du bist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Habe ich jetzt einen Preis gewonnen? Ja. Eine Woche Hafturlaub in Auschwitz. Boah. Was? Ja, der war. Jetzt ist vorbei.
Proof, das musst du sagen mit deinem Profilbild. Hallo, ich habe hier kein Profilbild. Nein. In du TS habe ich ein Profilbild. Ja. Das ist nicht gerade nett. Wie das nicht nett? Hab ich nicht gemacht. Ja, aber das heißt nicht, dass du es unbedingt machen musst. Oder nehmen musst. Ja, so ist das halt manchmal. In meiner Was? Welt. Insufficient energy. Enemy Titan airship sighted. Enemy commander detected. Das wollte ich wissen. Ich bin mit meinem Sturm endlich im Plus. Jetzt nicht mehr. Das Problem kenne ich. Wer ist denn blau? Ach, das ist der Darth Luke. Okay. Genau. Und was macht ihr so? Ach ja, ich überlege, was könnte man für einen Kuchen machen? Das verstehe ich. Ich versuche gerade nicht zu sterben. Das verstehe ich auch. Und ich schaue gerade diesen spannenden Gefecht zu. Kannst du sagen, dass ich gewinne? Dann geben alle auf. Ich kann mir vorstellen, dass das hier eine sehr, sehr lange Runde ist. Glaube ich fast nicht. Nö, so lange wird die auch nicht dauern. Das störe ich einfach. Wird ein schnelles Ende nehmen. Was ist das eigentlich für ein behinderter Planet, wo man fast nirgends draufbauen kann? Das ist normal. Was, warum habe ich mir so einen Kackplaneten ausgesucht? Danke für die Ressourcen. Bitte. Nicht du. Hier, der Dark. Der hat seinen Titan rübergeschickt zum Sterben. Ja, das ist immer eine Lösung. Hi. Okay, da ist er also. Ab
Portal. Man kann keine Titanen durch Teleporter schicken, oder? Nein. Nein. Gott sei Dank. Dafür musst du dann schon vorbeikommen. Einheitenkanonen kann man die auch nicht draufschießen, oder? Ach, das wäre. weißt du, was das für eine Wucht gäbe, dieser Angriff? Ja, ich kann es mir so denken. Ein wunderschöner Krater. Atlas Titan wurde abgeschossen. Kanonen. Boom. Energie. Ich werde jetzt einfach ganz viel Anti-Nuke bauen, weil ich euch allen nicht vertraue. Ist egal, wie viel Anti-Nuke du baust, viel ist nicht genug. Es gibt immer einen, der mehr Anti-Nuke hat. Oh ja. Da kenne ich einen. Ah, da kenne ich auch ein paar. Nicht du mit eingeschlossen? Also ich muss sagen, Panther war da eher nicht so schlimm. Nee, ich hatte ja auch da Ressourcenprobleme. Ich kann gerade leider nicht auf den Chat eingehen, großartig, weil ich muss mich halt hier ein bisschen... Lustigerweise ist echt eine lange Runde. Flugzeuge können auch keinen Teleporter. Nein, natürlich nicht! Was ja, stimmt mit dir nicht? Ja, ich frag lieber sicherheitshalber nochmal nach. Ja, aber geil, wenn man Nukes teleportieren könnte. Kannst du doch. Fahrbar. Wie heißen die noch? Fatmans? Manhattan. Wenn nee, ich meine, dass die Rakete dann durch das Portal fliegt, sodass die Flugzeit verkürzt wird. Hm. Das wäre irgendwie ein bisschen schräg.
Wäre aber gut für Überraschungsangriffe. Wäre. Ich weiß, man sieht nur... Pascal, wo ist deine Brille? Entschuldigung. Videos fertigstelle? Ja. Ja. Was willst du hier? Ich guck mir nur deinen Planeten. Oh. Okay, okay, ja, aber ich nicht weit genug durchkommen. Aua, aua. Und so fährt man durch eine feindliche Basis einfach.
Jäger, macht euch auf die Suche. Ah, er will mit einem Transporter fliehen. Das kannst du aber knicken. Vorher knall ich dich weg. Und weg. Oh. Was ist los? Nichts, ich ärgere mich nur. Hör, warum wird mir der zweite erst angesagt? Vielleicht ist es untergegangen, weil dir ist es doch schon mal in einem Match passiert, dass dir die Meldung davon nicht angesagt wurde. Okay. Ja, das kann sein. Weil das überlappt sich mitunter auch manchmal, dass du es halt nicht mitbekommst. Wie viele? Ich glaube, ich habe sie gerade auf den falschen Planeten losgeschickt. Welchen hast du geschickt? Oh. Wohin habe ich die jetzt geschickt? Los in die Galaxie. Die kommt auf den roten Planeten, aber wo habe ich denn auf den roten Planeten geschickt? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich hab die jetzt auf die Energiegeneratoren geschickt, glaube ich. Oh. Dann wollen wir doch schon mal gehen von dem Planeten hier. Ist meine Nuke jetzt schon angekommen bei dir oder hast du die weggeschossen? Ich hab sie abgeschossen. Ach Gott sei Dank. Wollte ich jetzt eigentlich auf Proof losjagen? Keine Ahnung. Okay. Okay. Da wird warum nicht? Platz auf dem Radar.
kommt zu mir. War nicht sehr nett von dir, Proof. Nee, die kamen zu mir, oder? Nee. Das verwirrt mich, wenn ich sehe, Shield-Raketenabwehr gestartet, von wem die jetzt ist. Ah, ich hatte nicht genug Zeit. Schade. GG. GG, Imperator. So, Ike, jetzt bist du dran. Nö! Okay, wir werden das jetzt wie Männer regeln. Wie Männer, sagst du? Wie Männer? Wo habe ich denn die... Ja, ich habe die ganze Zeit keine Orbits gehabt. Ich habe mich sehr konzentriert darauf, den Darth zu töten. Ja, habe ich gemerkt. Der ist mir auch leider entwischt. Hättest du dem seine Basis nicht zerstört, hätte er sich auf dem einen äußersten Planeten, den ich geschmissen habe... Alter, nein! Nein! Ikea, nein! Wir werden das jetzt wie Männer regeln. Nein, Ikea! Vergiss es! Nein! Wir werden uns jetzt gegenseitig umbringen. Nein, du stirbst eher, Fräulein. Du stirbst eher. Habe ich das Portal verbunden? Nein, ich habe es nicht verbunden. Wo ist mein Portal? Verdammte Scheiße. Ich bin ruhig geblieben, weil ich gerade noch angefangen habe, den Helios zu bauen. Ich wäre jetzt einfach auf dem Planet und wäre offensiv vorgegangen. Ich habe meine ganze Armee einfach rübergeschickt mit meinem Commander. Aber dafür hat die Zeit einfach nicht mehr gereicht. Aber wo bist du? Ihr habt auch noch so ähnliche Farben, das ist ja echt schrecklich. Hä? Ja, die haben eine sehr weite Flugbahn anscheinend, obwohl ihr genau nebeneinander seid mit dem Planeten. Okay. Ja, wir haben echt... Das ist echt eine scheiß Flugbahn. Immerhin hat Baratürk noch eine Nuke abbekommen. Aber die hat nur ein paar Satelliten kaputt gemacht. Echt? Ja, eine ist durchgekommen. Das war ja noch mein Versuch rauszufinden. Ah ne, stimmt gar nicht. Ich habe auf Daniel aus Versehen geschossen, weil eure Farben so ähnlich sind. Ja, ich denke mir schon, warum schießt er jetzt auf mich? Eigentlich wollte ich nämlich auf dich schießen, so auf gut Glück gucken, ob ich vielleicht deinen Commander treffe. Ach du Kacke. Aber ich glaube, dass meine Bodenschlachtstrategie ein bisschen besser geworden ist. Ich habe lustigerweise den galaktischen Kampfmodus gespielt ein bisschen, um halt so ein paar Startsachen zu testen. Rein, 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 rein! Ausschwärmen! Alles rein da! Also wenn ich mich hinstellen muss, um Leute zu blockieren, dann bann ich direkt. Also mir ist dann auch egal, wie schwerwiegend oder wie einfach das ist. Der könnte auch einfach nur einen Link gepostet haben. Ich mache da keine Abstriche. Der Imperator ist hart. Ja, Ikea, gut abgewehrt. Boah, Ikea hat wirklich eine defensive taktische Nuke benutzt. Ja. Das bedeutet, der ist schon mal intelligenter als ein Kolibri. Oh, danke dafür. So ein Kompliment höre ich sehr selten. Du wirst trotzdem verlieren. Ja, ich weiß, weil ich diese ganzen Einheiten gerade einfach ignoriert habe. Nicht, weil du die Einheiten ignoriert hast, sondern weil du jetzt nicht aufpasst. Nein. Es sind keine Modstellen ausgeschrieben. Aber im TS wurden noch neulich welche ernannt. Damit habe ich nichts zu tun gehabt. Ich dachte, das wäre abgemacht, das ohne deine Zustimmung. Jemand irgendwas ernennt. Das ist so ein paar Sachen. Wir werden da auf jeden Fall mal was verändern, dass zum Beispiel keiner Rechte vergeben darf, außer ich. Wunderbare Idee.
sofort dabei. Bei jeder Mod, ich bin immer erreichbar, auch wenn ich im TS bin, für euch alle. Also keinen einzigen Titan auf dem Planeten. Sieger Baratürk. Danke. Geht's jetzt? War sogar, war sogar wirklich eine schnelle Runde, 41 Minuten. Ja. Das kam mir viel länger vor. Moment, wer ist das? Barato hatte sogar mehr Einheiten als ich. Dabei habe ich, glaube ich, 12 Produktionsanlagen permanent. Ach so, okay. Ich habe ja auch zwischendurch mal gekämpft. Ja, die Docks-Produktionsanlagen. Ach so, du hast mehr Müll als ich. Ja, am Anfang habe ich halt mehr Müll erstmal gesetzt, weil ich Angst vor euren Spinnen habe. Ihr habt jetzt auch Rechte. Wow. Dachte, informier dich mal. Ach so. Diese Spitzen sind immer Basen. Das ist übrigens der Zeus, glaube ich, den ich dann gefressen habe vom Das, den er rübergeschickt hatte. Hm. Ach, hat mir mal wieder gefallen. Oh, Pantalam hatte immer 100% Baueffizienz. Yeah. Sehr gut gemacht, Pantalam.